Hallo liebe Freunde, heute möchte ich mit euch eine Landschaft zeichnen. Hier ist mein Bild, was ich für euch gezeichnet habe. Wir haben schon die Landschaften gemalt mit Öl, mit Acryl. Wir haben die Landschaften kopiert, aber wir haben noch nie eine Landschaft mit den Bleistiften gezeichnet. Und heute möchte ich euch zeigen, wie das funktioniert. Bevor wir aber loslegen, möchte ich, dass ihr mein Video liked. Kommt jetzt. Ja, kommt. Ja, kommt, kommt, kommt. Ja, super. Kommentiert es bitte auch. Und falls ihr zu dem Online-Unterricht kommen wollt, zu meinem Online-Unterricht, dann findet ihr hier unten alle Informationen. Ihr könnt hier euch zu dem kostenlosen Probeunterricht anmelden. Vielleicht wohnt ihr in Berlin, dann könnt ihr auch zu dem Präsenzunterricht kommen in unserer Kunstschule Artgeschoss. Wir haben ein super Team, wir haben tolle Schüler, wir arbeiten richtig, richtig produktiv. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Meldet euch einfach an. So, und jetzt können wir loslegen. Hier ist mein Bild, das ist ein Herbstmotiv. Hab bitte keine Angst, es sieht nur so kompliziert aus. In der Wirklichkeit ist es gar nicht so schwer, es ist ganz einfach. Ich zeige euch, wie man das richtig macht, dann schafft ihr das auch. Am Anfang zeichne ich mit einem weichen Bleistift. Der hat einen Härtegrad 6B. Und da fange ich an, ganz einfach, ganz leicht, ganz locker die gesamte Komposition meines Motivs anzudeuten, ganz leicht anzudeuten, ohne jetzt ganz klar sofort die Bäume zu zeichnen. Bevor man anfängt, irgendwas konkret darzustellen, muss man erstmal intuitiv etwas andeuten. Man muss erstmal eine Vorstellung fixieren von dem, was man vor den Augen hat oder sieht. Ihr seht, wie locker ich den Stift halte. Also nicht wie ein Kugelschreiber den Stift halten. Schaut ganz genau, das ist wie eine Peitsche bei mir. Also wir schreiben jetzt keine Klassenarbeit mit einem Kugelschreiber, sondern wir skizzieren ganz locker die Komposition mit einem Bleistift. Und am Anfang skizziere ich oder ich zeichne zuerst die großen Flächen, die großen Linien, die großen Formen. Und dann komme ich Schritt für Schritt zu den kleineren Details. Also niemals zuerst mit den kleinen Details anfangen, etwas zu zeichnen oder zu skizzieren, sondern immer zuerst die großen Flächen, die großen Linien, ja, die großen Formen zeichnen. Wahrscheinlich habt ihr schon gemerkt, dass ich die Konstruktion von dem Motiv, also von der Komposition, ziemlich vereinfacht skizziert habe. Also ich habe das Ganze stilisiert. Ich brauche diese Stilisierung oder Vereinfachung, damit ich gleich die Aufteilung von den großen Formen erkennen kann und dann auf diesen großen Formen die Details zeichnen kann. Wenn ich das nicht mache, dann weiß ich auch nicht, wohin die Details gehören. Und ja, das ist der Grund, warum ich immer mit den großen Flächen anfange und sie auch am Anfang vereinfache. Jetzt ist meine Skizze fertig. Ich habe die Komposition konstruiert, soweit ich es brauche. Und jetzt werde ich weiterarbeiten und dabei werde ich die tonale Verhältnisse definieren. Ich werde die Strukturen zeichnen. Ich werde die Akzente setzen. Ich werde vielleicht irgendwelche dekorative
Entscheidungen treffen müssen, wo zum Beispiel sehr komplizierte Gräser sind. Da könnte ich mir irgendwas ausdenken, wie ich das formal oder wie gesagt dekorativ komponieren kann. Bei diesem Schritt muss ich zuerst den dunkelsten Ton festlegen. Das wird meine Orientierung in dem tonalen Bereich sein. Das heißt, ich kann die nächst dunklen Flächen mit diesem Ton vergleichen und sie aus Versehen nicht genauso dunkel schraffieren. Wie ich euch schon gesagt habe, ich kann nicht jedes Blatt einzeln zeichnen. Wenn ich das mache, dann bin ich in 20 Jahren immer noch bei dem Bild. Aber ich kann diese Gräser, diese Blätter, diese Bäume mit dekorativen Strukturen imitieren. Und ihr seht, das mache ich gerade. Jetzt bin ich bei den Bäumen gelandet und dabei muss ich euch etwas ganz Wichtiges sagen. Je weiter nach außen die Äste gehen, desto dünner werden sie. Genau das Gleiche betrifft auch den Baumstamm. Je höher ihr den Baum zeichnet, je weiter in die Höhe ihr den Baumstamm zeichnet, desto dünner wird der. Also die Baumäste werden niemals genauso dick weiter außen wie in der Nähe von dem Baumstamm. Wenn ihr das nicht macht, dann sehen eure Bäume ziemlich unecht aus. Und ja, dann wundert ihr euch, warum das so kindisch aussieht. Jetzt sind meine Bäume teilweise fertig und ich möchte weiter in dem Hintergrund arbeiten. Und dafür nehme ich etwas härteren Bleistift mit dem Härtegrad HB. Ich könnte natürlich weiter mit dem weichen Stift arbeiten, aber damit ich aus Versehen die hellen Flächen nicht zu dunkel schraffiere, ja, bevorzuge ich diesen Stift. Und jetzt wieder mit einem weichen Bleistift. Also ihr seht, dass ich die Stifte immer wieder kombiniere. Und ja, dadurch kriege ich bessere Dynamik in dem tonalen Bereich. Jetzt sind die Bäume im Hintergrund dran und da sie weiter hinten sind, sind die Strukturen oder ich zeichne die Strukturen nicht so aktiv. Die Schraffur ist in dem Fall etwas weicher als bei den Gräsern in dem Vordergrund. Es ist viel einheitlicher, viel weicher, aber die Formen von den Bäumen oder von den Baumkronen werde ich etwas genauer ausarbeiten. Bei der Spiegelung muss ich ganz gut aufpassen. Ich muss schauen, dass die gespiegelten Bäume ziemlich authentisch aussehen, dass die den Bäumen, die gespiegelt werden, ähnlich sind. Und die Baumstämme oder genauer gesagt die Neigungen von den Baumstämmen oder von den Bäumen sollen in der spiegelverkehrten Richtung geneigt werden.
In der Spiegelung möchte ich die Strukturen von den Bäumen nicht so aktiv haben und deswegen kann ich sie mit dem Finger ein bisschen verwischen. Jetzt komme ich zu dem Vordergrund und hier werde ich die Details und die Strukturen genauer zeichnen. Die werden bei mir mehr Kontrast bekommen und ja, die sollen viel aktiver sein. Letztendlich ist das der Vordergrund und das, was wir in dem Vordergrund sehen, soll auch dominieren. So einfach habe ich die Pflanzen in dem Vordergrund gezeichnet und ihr könnt hier ganz deutlich sehen, dass die im Vergleich zu dem Hintergrund sehr stark, wie gesagt, dominieren, sehr kontrastreich sind und damit bekommen wir eine Tiefe in dem Bild. Jetzt kommt die Wasseroberfläche, ich werde sie schraffieren. Aber dabei muss ich etwas beachten. Das, was sich im Wasser spiegelt, oder genau gesagt die Spiegelung, ist immer etwas dunkler. Und ihr könnt hier auch sehen, dass der Himmel in der Wirklichkeit etwas heller ist als in der Spiegelung. Man sieht ganz deutlich, dass der Himmel direkt über unserem Kopf dunkler ist als an der Horizontlinie. Und diesen tonalen Übergang müssen wir auf der Wasseroberfläche spiegelverkehrt schraffieren. Das heißt, das, was wir ganz oben auf dem Bild haben, spiegelt sich auf der Wasseroberfläche ganz unten. Ich benutze jetzt zum ersten Mal meinen Radiergummi und mit dem Radiergummi werde ich die Wolken zeichnen. Dabei schaue ich, welche Formen diese Wolken haben oder welchen Charakter die Formen haben und versuche sie zu imitieren. Obendrauf auf die Wasseroberfläche zeichne ich die Wasserpflanzen und ihr könnt hier sehen, dass ich schon wieder die Spiegelungen in der spiegelverkehrten Richtung zeichne. Und wenn man die Spiegelung etwas gewellt zeichnet, so sieht die Wasseroberfläche noch authentischer aus. Jetzt schraffiere ich den Himmel und wie ich schon gesagt habe, oben direkt über unserem Kopf ist der Himmel dunkler als an der Horizontlinie. Passt bitte ganz gut auf, der Himmel soll nicht genauso dunkel sein oder sogar noch dunkler als in der Spiegelung. Also wie gesagt, in der Spiegelung ist alles etwas dunkler. Ich schraffiere die Wasseroberfläche etwas dunkler,
Damit werde ich das Verhältnis zwischen dem Himmel und dem Wasser, der Wasseroberfläche, tonal besser anpassen. Und genauso wie in der Spiegelung werde ich die Wolken im Himmel mit dem Radiergummi zeichnen. Liebe Freunde, jetzt ist mein Bild fertig. Ich hoffe sehr, dass ich euch mit meinem Video inspiriert habe und motiviert habe, Bilder zu zeichnen. Bitte wundert euch nicht, wenn es euch nicht sofort gelingt. Das ist ein Lernprozess und man muss es immer wieder versuchen, man muss es immer wieder üben. Wenn ihr das nicht macht, dann kann ich euch nicht versprechen, dass es euch gelingt. Ich hoffe sehr, dass mein Video euch gefallen hat und ich werde mich riesig freuen, wenn ihr es liked und kommentiert. Für mich ist das eine große oder riesige Unterstützung. Ich helfe euch, ich bringe euch etwas bei und ihr könnt mich mit euren Likes und mit euren Kommentaren unterstützen. Vergiss bitte nicht, euch zu dem Online-Kurs oder zu dem Präsenzkurs anzumelden. Hier findet ihr alle Informationen. Ja, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Ich hoffe sehr, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!